Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeon Dranks Online mit mir, Nerestro, meinem Charakter Nerestro und unserem Teamkollegen Sisul. Heute nehmen wir die Quest von Dirge of Carneth an, welches eine World of Night Quest in Haus Kundrak ist. Die Quest heißt Tarashgarina und befindet sich direkt daneben. Und es gibt eben dieses Haus Tarashk, ein mehr oder weniger Untergrundhaus, und von dem sollen wir jetzt die Arena finden. Und es gibt eine Optional, wo wir mit dem Draw-Contract reden sollen. Und hier haben wir die Spectators. Spectators bleiben immer auf dem gleichen Level, egal ob ihr hier in Epic oder in Heroic drin seid. Dadurch sterben sie relativ schnell. Sofern ihr denn auf Epic seid. Weil, wie ihr gesehen habt, sie haben zumindest der Champion 600 Leben gehabt. Und dann werfen wir auch gleich mal eine Desaura an und können hier weiter. Wir werden hier immer wieder auf diese Minotaur Pages treffen oder Page. Das sind sowas wie die Clerics der Minotauren. Und ich weiß nicht, es könnte sein, dass diese deswegen auch Light Race casten können. Ich habe es bisher noch nicht gesehen, aber man will vielleicht nicht alle Risiken eingehen, die es gibt. Gut, nachdem wir jetzt diesen Typen getötet haben, könnten wir theoretisch zu diesem Draw Contact hier gehen. Es ist eine, ich würde mal sagen, sehr, 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 sehr schwere Optional-Quest. Das heißt, ich werde jetzt mit ihm reden, dann eine Wall of Fire hinsetzen und hoffentlich sterben wir dabei nicht. Es gibt den 100 Gold, 1000 Gold Weg oder Intimidate. Ich gebe mal den 1000 Gold Weg, mal schauen, ob wir dann bekämpfen müssen. Nein, müssen wir gar nicht mal. Das heißt, wir haben das hier einfach umgangen für 1000 Gold. Nicht gerade viel, insofern war es das auf jeden Fall wert. Wenn ihr diesen Drow stattdessen intimidatet und es nicht schafft, dann wird er euch angreifen und er ist schlimmer als der Bossfight. Ich habe viele Gruppen gesehen, die mit dem Typen geredet haben und dabei gestorben sind, den Bosskampf allerdings vorher gemacht haben und überlebt haben. The gates of Pharos' Arena loom ahead, guarded by a well-groomed bugbear and a host of trollish enforcers. Goran, der Promoter, ist, oder Grogan, der Promoter, ist ein Champion. Wir müssen jetzt noch nicht gegen ihn antreten, aber es wird interessant, dass er ein Champion ist. Monstrous spectators pack the stands, eager for the main event. Und hier haben wir Drunken Ogres, denn Ogre, die betrunken sind, schlagen natürlich härter zu. Weil, warum auch immer. Aber sie fallen tot um und das ist die Hauptsache dieser Quest. Und hier haben wir, wie ihr seht, die Tarashk Arena. Und dort sollen wir rein und dort sollen wir die Leute entsprechend, ja, wir sollen das Ganze gewinnen. Und hier haben wir Urgle the Registrator und jetzt können wir theoretisch Roast Halfling machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich das Passwort war. Das ist das Passwort, okay. Wenn man eben das Falsche sagt, weil normalerweise gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wenn man nicht vorher mit dem Typen geredet hat, dann greifen einem logischerweise auch die Trolle an. Allerdings kann man als Passwortmöglichkeit auch Swordfish nehmen. Oder ihn bestechen und noch irgendwas machen. Also da gibt es ein paar Sachen, aber der Swordfish-Teil, das ist so, ja, die Leute, die den Film kennen, werden, denke ich, wissen, woher es geht. Falls es nicht sogar dazu ein Buch gibt. Hier müsst ihr euch als erstes nach rechts drehen und die Looking Hooks töten. Und wenn dem denn dann geschehen ist, und die Locking Brutes natürlich, dann könnt ihr natürlich bis zum Ende des Ganges weitergehen und dort einen Schlüssel aufnehmen. Wie ihr seht, der Ende des Ganges, das Ende des Ganges ist äußerst weit entfernt und unser Team.
Wir wollen schließlich eine Ablenkung haben. Dann haben wir hier den Ready Room One Key. Den können wir aufnehmen, können hier hinten noch die Sachen zerstören. Und wir könnten theoretisch hierher und sagen, okay, das Ding ist gelockt, allerdings cannot be picked, okay. Ich war der Meinung, dass wir früher einmal tatsächlich diese Türen aufsperren konnten und die Gegner vorher schon mal bekämpfen konnten. Probieren wir es einfach mal bei der nächsten Tür. Nein, schade. Gut, anscheinend können diese Türen nicht mehr geöffnet werden. Früher ging das mal, auch wenn es nichts gebracht hat, weil im Bosskampf immer noch genauso viele Gegner waren, aber man konnte praktisch einen höheren Conquest-Bonus kriegen oder schneller den Conquest-Bonus hinkriegen. Und jetzt ist bloß noch die Aufgabe, zu Ready Room 1 zu laufen. Das heißt, wir werden hier einfach mal alles töten. Währenddessen halt uns hoffentlich unsere Death Aura, welche gerade jetzt natürlich ausgelaufen ist. Und dort hinten sollte dann schon Ready Room 1 sein. Ready Room 2? Ja. Okay. Der Lurking Thug ist auch gleich tot und wir können zu Ready Room 1. Natürlich sind wir Substitute Fighters, das heißt, es gibt standardmäßig, hups, noch diesen Ready Room hier, wo ganz, ganz viele Trolle drin sind und Trolle kriegen Feuerdamage. Insofern. Sind die Trolle hier gleich tot und wir können hier einmal resten. Nicht mit dem Typen reden. Bloß nicht. Es gibt einen Bug in dieser Quest. Wenn ein Typ mit dem Promoter-Kobold-Typen da redet und noch Leute hier beim Restschrein sind, es geht nämlich dann die Tür zum Restschrein zu. Wenn die hier noch drin sind und keine Dido haben, dann kommen sie nicht mehr raus. Und aus diesem Grund sollte keiner, während hier noch einer restet, mit dem Typen da reden. Das wäre äußerst unschön, oder zumindest hier reingehen. Dieser Gatekeeper-Grotz. Also buffen wir uns einmal noch und dann reden wir mit diesem Gatekeeper und send me in the arena. Und jetzt sind wir hier dann gleich in der Arena. Promoter shouts, we have a last-minute team for today's bloodbath, all the way from Stormreach. Angry howls erupt from the crowd. No reason to worry. Crusher's kobolds and the Mudwallow ogres are hungry for blood, and they're joining forces against the Stormreach team. Okay, hier gehen die ersten auf, und hier kommen die Mudwallow ogres. Das heißt, wir töten sie gleich mal. Noch in ihrem Teil drin, damit sie ja nicht zu gefährlich werden können. Und können dann hier hochschauen, wo die Kobolde sind. Diese Kobolde, wie ihr seht, haben Zauberstäbe oder zumindest diese Quarterstaffs, die man zum Casten benutzen könnte. Und ja, das sind sie auch, das sind alles Koboldschamanen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen aufpassen, denn Koboldschamanen könnten unter Umständen auch Light Rays werfen. Jetzt müsste irgendwoher noch die Minotaurin-Gruppe kommen, die Mephit-Gruppe kommen, die andere Mephit-Gruppe kommen und die Troll-Gruppe kommen. Schauen wir mal. Und währenddessen werden wir natürlich ausgebuht von den Zuschauern hier. Das ist natürlich wieder richtig nett. Die kommen dann auch erst später beim Finalen, wenn alle Leute sagen, ah, ihr seid doof, wir lassen gleich alle frei. Die Frage ist bloß, wieso es jetzt hier echt nicht weitergeht.
Aha! Hier haben wir noch einen Kobold gehabt. Schade aber auch. Anscheinend kam der hier nicht freiwillig raus und wir mussten ihn tatsächlich in seinem Zeug töten. The Horns of Fury and the Maelstrom Princes have slain hundreds of their kind. Also haben wir hier gleich die Trolle. Das müssten zumindest die Trolle sein oder die Okay, die Minotaurs and Mifits. Das heißt, hier haben wir die Minotaurin. Die Minotauren können zwar immer wieder trippen, durch das, dass sie durch einen durchchargen, allerdings können sie sich zumindest nicht heilen, zumindest noch nicht. Und sie haben auch keine Healing Region, insofern passt das ganz gut. Und die Minotauren sind so ziemlich tot. Und jetzt müssen die Combined Wave besiegt werden, also jetzt kommen einfach mal alle. Das hier sind die Mifits, die will man am besten als erstes töten. Und sobald hier die Tür aufgeht, einfach mal schön rein und töten. Asap hier die Tür aufgeht. Ah, Sisul ist noch drin, das ist ganz gut. Das heißt, ich kann mich schon mal um andere Typen kümmern. Ich werde hier einen Kobold nehmen und werde ihn charmen. Daraufhin werden sich die ein bisschen gegenseitig bekriegen. Okay. Hier bekriegen sie sich ein paar gegenseitig. Schaut natürlich recht lustig aus und so. Und wie ihr seht, diese Schamanen... Hängt das Spiel? Ja. Diese Schamanen haben diese lustigen Globes. Und diese Globes sorgen dafür, dass man stehen bleibt und nichts mehr macht. Was unter Umständen äußerst nervig ist. Und jetzt haben wir noch unseren letzten Typen hier, den wir de-charmen, wenn er nicht wegrennt. Und dann auch gleich töten. Und jetzt können wir gegen die Champions antreten. Und zwar Deadheart, der Anbieten, and his Sidekick. Und dafür hat man Wall of Fire, denn das sind Trolle, das heißt, sie regenerieren sich relativ schnell, außer sie kriegen Feuerdamage. Und wie ihr seht, er hat 2500 Leben. Das heißt, er sollte in dieser Wall of Fire am besten stehen bleiben, um kontinuierlich Damage zu kriegen. Und danach regeneriere ich mich lieber mal, weil sonst könnte es Probleme geben. Aber er kriegt weiterhin Feuerdamage und fällt tot um. Da hinten ist jetzt diese Oath of Droam Mighty Axe und da ist der Promoter, der ja ein Champion ist, wie wir vorhin schon bemerkt haben. Und wir legen hier unsere bewährte Wall of Fire hin und haben jetzt hier den Guard Tower Key. Zusätzlich zum Guard Tower Key können wir hier runterlaufen. Denn alle anderen Gitter sind ja zu, außer dieses hier. Denn hier hinten haben wir eine Chest, die wir jetzt benutzen können. Für ein bisschen mehr Loot. Und nun können wir zu dieser Oath of Droam Axe gehen und diese aufnehmen. Daraufhin kriegen wir die XP. Und theoretisch könnt ihr diese Axt auch benutzen.
Wo haben wir sie denn? Hier. Es ist eine Flaming Burst Keen 1 Warpel Adamantin X. Das heißt, auf einer 20 macht ihr 1000 extra Damage. Und wir haben den Guard Call Key, also können wir hier diese Tür aufsperren. Und den Troll, der hier drin ist, töten. Für eine weitere Chest. Gut, und das war's auch schon von der Quest. Mehr Chests gibt's nicht. Insofern, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.